Mein Name ist Johannes Lede, ich bin geschäftsführender Gesellschafter unseres Familienunternehmens. Wir sind über 75 Jahre alt, beschäftigen 135 Mitarbeiter, bauen für den Mittelstand Zweckbauten und haben ein Stahlbeton-Fertigteilwerk sowie ein leistungsstarkes Architektur- und Ingenieurbüro. Vor einiger Zeit hat ein langjähriger Stammkunde von uns das Gelände einer alten Zuckerfabrik in Soos gekauft und hier durften wir ein neues Produktionsgebäude errichten und sind darauf sehr stolz und war schon beeindruckend, was uns da alles erwartet hat. Die Herausforderung an dieser Brache war die Frage für uns, was erwartet uns da jetzt eigentlich? Und zwar unter der Erde. Wir haben dort gefunden alte Schächte, wir haben Keller gefunden, wir haben Rohrleitungen gefunden, teilweise verfüllt mit den unmöglichsten Baumaterialien. Und das war schon eine spannende Herausforderung. Dazu kam, dass Soest im Dritten Reich einer der größten Verschiebebahnhöfe hatte und somit für die Alliierten auch bevorzugtes Bombenabwurfgebiet war, was dann wirklich eine Herausforderung war beim Kampfmittelsuchen, weil man eben durch die verfüllten Räume nicht diese Standardverfahren einsetzen konnte. An dem Gebäude besonders ist der Anspruch unseres Kunden gewesen, der sehr auf Nachhaltigkeit achtet. Wir haben alle gefundenen Bauwerke, in der Erde gefundenen Bauwerke gehoben, haben die vor Ort gebrochen und wieder eingebaut. Wir haben durch eine vorausschauende Architektur es geschafft, 17.000 Quadratmeter Nutzfläche ohne Brandwände, die wir dort noch einbauen mussten, zum Teilen zu erstellen. Durch diese große zusammenhängende Fläche hat der Kunde natürlich über Jahrzehnte jetzt die Möglichkeit, das Gebäude optimal für sich zu nutzen. Darüber hinaus haben wir einen Weißbeton eingebaut. Das war unserem Bauherrn sehr wichtig, weil er sich den Anstrich sparen wollte und er jetzt die Möglichkeit hat, das Gebäude einfach mit Wasser zu reinigen. Neben der Zuckerfabrik haben wir noch weitere Projekte, die wir auf einem Brownfield bearbeiten durften. Auf einem ehemaligen Coca-Cola-Gelände haben wir eine Wäscherei errichten dürfen. Wir stocken aktuell ein Parkhaus auf, was dann weiterhin genutzt werden kann, und bauen im Bestand unser täglich Brot.